Ja, die abgereicherte Uranmunition wird vor allen Dingen von den USA, von Frankreich, Großbritannien und Australien eingesetzt, jedenfalls zu dem damaligen Zeitpunkt der Invasion im Irak. Es handelt sich um Geschosse, die einen Kern von besonders gehärteter Munition enthalten. Und diese Munition dient halt dazu, gepanzerte Fahrzeuge zu zerschlagen, zu zerstören, aber auch Bunker zum Beispiel zu durchbrechen, also auch in die Erde einzudringen oder in Gebäude und Einrichtungen, die unter der Erde sind. Dieser gehärtete Kern der Munition ist eigentlich das, worum es geht. Der besteht aus abgereicherter Uranmunition. Das ist ein Abfallprodukt der Atomwirtschaft, der Atomproduktion. Und wenn dieser Kern explodiert beim Aufschlag, dann wird ein feiner Staub frei, der sich also in der Luft auflöst. Wenn Menschen in der Nähe sind, werden sie natürlich auch getötet, sowieso durch die Explosion, die entsteht. Aber dieser Feinstaub, der über die Luft weitergetragen wird, in den Boden fällt, in das Wasser kommt und so weiter, der hat eben zur Folge, dass wenn Menschen oder Tiere, die in der Nähe sind, das einatmen, dass sie schwere Schäden davon tragen können auf Dauer. Also der Einsatz liegt ja schon sehr lange zurück. Und dennoch ist es so, dass die Folgen davon bis heute spürbar sind. Einerseits ist es so, dass diese Fahrzeuge, Panzer vor allen Dingen, die getroffen wurden von der Munition, das hat sich insbesondere im Südirak abgespielt. Also die Invasionen in den Irak sind jeweils über den Süden des Landes erfolgt, von Kuwait aus. Also die Region von Basra ist besonders betroffen und dort ist dieser Schrott, der Militärschrott, der ja durch diese Munition entstanden ist, also die Panzerfahrzeuge, die da zerstört worden sind, die haben also relativ lange auch radioaktiv gestrahlt, mehr Radioaktivität abgegeben, als normalerweise in der Umwelt sich befindet. Dieser Schrott hat lange herumgelegen, weil er nicht entsorgt wurde. Dann haben Kinder auf diesen Panzern zum Beispiel gespielt oder der Schrott ist entsorgt worden von der Bevölkerung, unwissend, dass er also schwer verstrahlt ist. Die haben diese Schrottteile verkauft, daraus sind vielleicht wieder irgendwelche Nutzgegenstände entstanden, wie zum Beispiel Fahrräder oder Bettgestelle oder so etwas. Das heißt, dass also dieser verseuchte Metallschrott relativ weit verbreitet worden ist, ohne dass man irgendeine Kontrolle darüber hat. Die irakische Regierung ist dann später dazu übergegangen und hat wenigstens diesen Militärschrott an bestimmten Plätzen zusammengetragen. Diese Plätze wurden dann abgeschirmt. Wir haben heute im Irak 40 solche verseuchten Gebiete, wo also entweder der Boden so stark verseucht ist durch diese Radioaktivität oder wo so Militärschrott aufgehoben wird. Unzugänglich. Wir haben versucht für den Film solche Plätze auch zu besuchen. Man hat uns die Genehmigung dafür nicht gegeben. Aber man weiß eben halt um die Gefahren.
Die Folgen für die Bevölkerung haben sich eigentlich erst etwa 5 Jahre nach dem ersten Einsatz gezeigt. Es traten erhöhte Krebserkrankungen auf, bei Neugeborenen schon, und auch Krebserkrankungen in Familien, die nie eine Krebsgeschichte hatten. Also normalerweise sagt man ja, es gibt so eine Prognose, wenn es in der Familie schon Krebserkrankungen gegeben hat. Aber diese Familien haben Krebs entwickelt, obwohl in den vorherigen, also in der Familie keine solche Geschichte nachgewiesen werden konnte. Und einige Menschen haben sogar 2 oder 3 verschiedene Sorten von Krebs entwickelt. Brustkrebs, Gebärmutterkrebs, Lungenkrebs. Das ist also die eine Entwicklung, die das genommen hat, und die hält an. Vor allen Dingen bei Kindern hat man sehr viel Blutkrebs, Leukämie. Und ein anderer Aspekt, der aufgetreten ist, sind schwere Missbildungen bei Neugeborenen. Wir haben selber auch im Kinderkrankenhaus von Basra innerhalb von 24 Stunden auf der Frühgeborenenstation 3 solche Kinder getroffen, gefunden. Und wir haben mit den Ärzten dort gesprochen, die gesagt haben, dass diese Missbildungen, also diese Fehlbildungen bei Neugeborenen enorm zugenommen haben. Das ist nicht nur in Südirak so, das ist auch in anderen Gebieten des Iraks so, zum Beispiel in der Umgebung von Mosul und auch im Grenzgebiet zu Syrien, in Al-Qaim, dort in den Krankenhäusern, hat man das auch festgestellt, und in Fallujah. Fallujah hat auch eine Geschichte von schweren militärischen Auseinandersetzungen, insbesondere in den Jahren 2004 und 2005. Das ist ein Thema unseres Filmes. Also wir haben festgestellt, dass die Regierung völlig überfordert ist. Das hat unterschiedliche Gründe. Also man wirft der Regierung ja auch vor, dass sie korrupt sei, dass sie sich nicht genügend um die Bevölkerung kümmert. Aber man muss auch sehen, dass sie ein schweres Erbe angetreten hat nach vielen Jahren schwersten UN-Sanktionen, nach den vielen Kriegen. Dazu gehört ja eigentlich auch der Iran-Irak-Krieg zwischen 1980 und 1988, der da ja auch schwere Schäden angerichtet hat. Damals wurde sehr viel Giftgas eingesetzt von beiden Seiten. Regierung ist auch deswegen kaum in der Lage, diese ganzen Dinge zu bewerkstelligen, also die Bevölkerung zu schützen oder die Kranken zu versorgen, weil es permanent immer weiter militärische Auseinandersetzungen gegeben hat seit der Invasion 2003. Es hat die schweren Auseinandersetzungen gegeben in den Jahren 2004 und 2005, immer wieder Anschläge, es hat große Verwerfungen in der Zivilgesellschaft gegeben, dass Menschen geflohen sind, also Inlandsvertriebene, sodass also auch keine richtigen Register mehr geführt werden. Die Krankenhäuser sind eigentlich völlig überfordert, einerseits weil so viele kranke und vor allen Dingen kranke Kinder eingeliefert werden, aber sie haben auch kaum die nötigen Geräte, um die Untersuchung vornehmen zu können oder um die Kinder dann auch versorgen zu können. Zum Beispiel in der Provinz Basra, also eine der größten Provinzen auch im Irak, gibt es gerade mal 2 große Kinderkrankenhäuser in der Stadt Basra. Wenn also, und ein Krankenhaus ist spezialisiert auf Krebserkrankungen, wenn also Kinder 300 Kilometer entfernt in Nasseria zum Beispiel erkrankt sind, müssen sie nach Basra in dieses Krankenhaus geliefert werden oder sie müssen nach Bagdad fahren. Und die Familien müssen die Kosten erstmal selber tragen, weil es diese Art von Gesundheitssystem, wie sie in anderen Ländern zur Verfügung gestellt wird, so im Irak nicht gibt. Also es ist ein Problem nach dem anderen.
Ja, ich denke, es sind zwei verschiedene Fragen. Also das Gesundheitswesen ist auf jeden Fall schwer beschädigt durch die vergangenen Kriege, durch ungenügende Beachtung auch durch die Regierungen. Also es müssten mehr Krankenhäuser gebaut werden. Es gibt private Krankenhäuser, die sehr gut ausgerüstet sind, aber die kosten natürlich auch. Und also das Gesundheitswesen insgesamt braucht dringend eine Erneuerung im ganzen Land. Aber dieses strahlende Erbe betrifft eigentlich ganze Generationen. Also ein Gesundheitswesen kann man beim notwendigen politischen Willen und wenn das Land auch Frieden kennt, dann ist es möglich, innerhalb von wenigen Jahren auch ein ordentliches Gesundheitssystem aufzubauen. Aber die Erkrankungen bei den Neugeborenen und bei den Kindern, die gibt es jetzt schon. Also sind erstmals festgestellt worden 1995, 96 und das wird andauern. Also es wird auf Generationen hin die irakische Bevölkerung belasten und eine solche Erkrankung ist ja nicht nur für das betroffene Kind schlimm, sondern für die Familie. Manchmal hat eine Familie drei oder vier Kinder, die sie alle nacheinander beerdigen müssen. Also wir waren auf dem Kinderfriedhof von Basra und haben dort Aufnahmen gemacht und hatten da pro Tag, das ist nur ein Kinderfriedhof, haben wir also innerhalb von 3, 4 Stunden 4 Beerdigungen miterlebt, wo die Familien kamen, weil ihre Kleinen also plötzlich oder an einer Krankheit gestorben waren. Das heißt, das belastet die Familien, das belastet die gesamte Gesellschaft. Naja, das ist natürlich eine Frage, die man den Verantwortlichen stellen muss. Da wäre ich auch mal interessiert an der Antwort. Aber man kann gerade im Irak auch sehen, der Irak ist eigentlich ein Opfer seiner Rohstoffe. Also wir sehen, während auf der einen Seite das Land zerstört wird durch innere Kriege, jetzt durch einen neuen Krieg gegen den sogenannten Islamischen Staat, funktioniert natürlich die Ölindustrie weiter gut. Im Süden des Landes, in Basra und Faro, werden also weiter die Öltanker beladen und können also nach Richtung Europa oder sonst wohin abfahren. Und im Norden des Landes die Ölfelder von Kirkuk und werden auch ordentlich geschützt und ausgebeutet von westlichen Ölfirmen. Es gibt also in parallel zu diesem Zusammenbrechen, zu dem gesellschaftlichen Zusammenbruch des Landes, eine geradezu, wie soll ich das sagen, also obszöne Entwicklung und einen obszönen Wohlstand auch durch diese Ölindustrie. Wir haben also so eine Parallelentwicklung eigentlich in der Gesellschaft. Und ich glaube, diejenigen, die diese Kriege also auch geführt haben ein ganz bestimmtes Interesse an dem Land. Das ist aber nicht die Bevölkerung und das ist auch nicht die Entwicklung der Bevölkerung. Da müsste man sich ganz anders verhalten, wenn man tatsächlich Demokratie fördern wollte oder den Menschen Chancengleichheit geben wollte und sie ein würdiges Leben führen lassen wollte. Dann müsste man ganz andere Dinge dort tun, als das, was getan wird. Ich denke, es geht ganz konkret um die Rohstoffe des Iraks. Und die Iraker wissen das sehr wohl. Ja, ich denke, es hat sehr viel damit zu tun, dass es ja seit den 50er Jahren, also seit dem ersten Einsatz der Atombomben in Hiroshima und Nagasaki, eine Anti-Atom-Bewegung gibt, die international vernetzt ist. Und das, was wir eigentlich sehen im Irak, hat ganz viel damit zu tun. Es ist ein ganzer Industriezweig, der damit zusammenhängt. Also ein Wissenschaftler, mit dem wir gesprochen haben, hat gesagt, also dieser Einsatz von DU-Munition ist eigentlich nur die Spitze des Eisbergs einer mörderischen Industrie. Dazu gehört der Uranabbau, dazu gehört die Verwertung des Urans, dazu gehört natürlich die Atomindustrie insgesamt, also auch für die zivile Nutzung und letztendlich auch
der Aufbau von Atomwaffen, mit denen eben halt andere Staaten bedroht werden sollen. Also ich denke, dass das Bewusstsein über das Ungeheuerliche von Hiroshima und Nagasaki über Generationen hin das Bewusstsein wachgehalten hat, dass das eine besonders schlimme Art der Vernichtung ist, wobei natürlich jede Art von Krieg abzulehnen ist, auf jeden Fall aus meiner Sicht. Und dass das sicherlich mit ein Grund ist, warum diese abgereicherte Uranmunition auch immer wieder solche Aufmerksamkeit findet. Es wird ja auch debattiert bei den Vereinten Nationen, in der Generalversammlung und auch in den USA zum Beispiel, wo diese Munition hergestellt wird und eingesetzt wird, gibt es eine Bewegung, die sehr aktiv dagegen argumentiert, weil sie zum Beispiel auch sagen, die U-Munition ist eigentlich eine Art von Entsorgung von Atommüll, denn es ist ein Abfallprodukt der Atomindustrie. Ich glaube, daher hat diese Art von Kriegführung auch so eine besondere Aufmerksamkeit. Interessant ist auch, dass vor allen Dingen japanische Nichtregierungsorganisationen sich ganz stark engagiert haben in der Erforschung und Untersuchung von den Folgen der DU-Munition im Irak. Auch weil sie selber die Erfahrung haben von Atombombeneinsatz und jetzt erneut nach dem Reaktorunfall in Fukushima, also auch wieder japanische Organisationen im Irak waren und immer wieder dafür sorgen, dass es an die Öffentlichkeit kommt und das wird dann von anderen aufgegriffen. Also es gab auch hier aus Deutschland ja einen Arzt, einen Tropenmediziner, der damals auch in Bagdad gearbeitet hat an der Universität, Professor Siegfried Günther, Horst Siegfried Günther, der also im Januar jetzt verstorben ist. Und er hat eigentlich dieses Thema der Folgen von abgereicherter Uranmunition mit eigenen Augen gesehen in den Krankenhäusern. Er hat das auch hier in Deutschland sehr bekannt gemacht. Und dadurch ist das Thema sicherlich auch hier in Deutschland unter Journalisten und in der Anti-AKW-Bewegung sehr präsent. Naja, also ob Sie nun wirklich sensibel gegenüber dieser Thematik geworden sind, das weiß ich nicht. Ein Sprecher des Pentagon hat einem Kollegen gegenüber bestätigt, dass die eingesetzten A-10-Flugzeuge dort im Irak, man nennt sie auch Warzenschwein, die speziell für diese Munition ausgerüstet sind, diese Munition nicht einsetzen würden, also keine DU-Munition einsetzen würden. Natürlich wissen Sie genau, dass Sie mit Ihren anderen Waffen auch eine enorme Zerstörung erwirken. Und es geht Ihnen ja nun gegen die Vertreibung des sogenannten Islamischen Staates. Also es kann sein, dass die Militärs einfach sagen, es ist Ihnen das nicht wert, dass Sie also diese Kritik an dem Einsatz über die mögliche Einsetzung von DU-Munition, dass sie da eine besondere Kritik dann hervorrufen. Andererseits muss man sagen, dass das Thema, ich habe das eben schon kurz erwähnt, ja kürzlich auch in der UN-Vollversammlung vorgebracht worden war. Also bei der Jahresvollversammlung im Dezember letzten Jahres hatten Staaten, unter anderem auch der Irak, eine Resolution eingereicht, die also bewirken sollte, dass Länder, die unter dem Einsatz von DU-Munition besonders gelitten haben, die Hilfe brauchen bei der Erforschung der Folgen, bei der Entsorgung vor allen Dingen, bei der Betreuung der betroffenen Bevölkerung, dass diese Staaten besondere Hilfe über die Vereinten Nationen bekommen sollten. Und diese Resolution ist in der Vollversammlung von 150 Staaten angenommen worden. Ich glaube, 27 oder 26 Staaten haben sich enthalten, darunter auch Deutschland. Und 4 Staaten haben gegen diese Resolution gestimmt, die also offensichtlich kein Interesse daran haben, anderen Staaten zu helfen. Und die dagegen gestimmt haben, waren die USA, Großbritannien, Frankreich und Israel. Also die scheinen diese Munition auch in ihren Arsenalen zu haben und weiterhin offenbar auch einsetzen zu wollen.